Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, mir sind nur noch zwei Sprünge vom nächsten Ziel entfernt. Das ist ein POI aus der EDSM, aus diesem Galactic Mapping Project, Community Mapping Project. Keine Ahnung, ich vergesse es immer, wie es genau heißt. Dieser Initiative halt aus dem englischen Forum. Und ja, das ist ein schwarzes Loch in einem Nebel und das heißt Alteras Eye, also Alteras Auge. Und das gucken wir uns gleich mal an. Ja, war hier nämlich viel Sprünge seit dem letzten Mal hierher. Haben wir ein paar A-Sterne angeguckt, aber da war eigentlich alles schon entdeckt. Was bei so einem POI nicht so verwunderlich ist. Ihr rechnet, wenn wir nur 6000 Lichtjahre von Sol entfernt sind. Wir gucken sie erstmal hier. Ja, zumindest die Planete sind quasi für uns. Zumindest ein paar davon. So, eine hätte man noch. Ja, nicht so viel los hier in dem System. Ja, der Stern war schon entdeckt, aber der Autos war dann lang her, seit er da war. Und dann immer das Ding entdeckt ist. Ja, okay. Gut. Dann haben wir. Boah! Cool! Cool! Ich würde sagen, warte mal, da müssen wir doch quasi. Nicht direkt hinspringen, da müssen wir doch mal in das System kurz davor springen. Das hier. Ja, würde ich sagen. So. Das ist ja immer schön, wenn man sich so Nebel, in dem Fall der Planetara-Nebel, von das System außerhalb anguckt. Das ist immer schön. Ja, das ist halt so der Nachteil von den Schiffen mit der so großen Sprungreichweite. Dann sind schon vor allem die planetaren Nebel so gar nicht so schön, immer größer waren. Weil er muss hier schon gar nicht, im nächsten Sprung ist er dann schon fast bildschirmfüllend, wenn du so willst. Und dann bist du da. Oh ja, guck mal einer an. So, warte mal, dann müssen wir hier eigentlich scannen. Müssen nicht, aber wenn wir schon mal hier sind. Komm, scanne mal, egal. 29, oh ja. Das war jetzt schon ein anderer Name wahrscheinlich als der vom Stern, oder? Oder täusche ich mich jetzt da? Ah ne, haben wir gerade geguckt, den Stern. Sowas aber auch. Ups, noch nicht fertig.
Okumo hier. So, Wertel, der Stern. Das sollte auch schon jemand gescannt. Alexa. Na komm, das mit der. Na klar, das mit der Atmosphäre ist alles schon entdeckt. Ah, und der noch eine. Doch, Erstbetretung durch. Hä? Gar kein Detailscan hier. Das ist aber auch komisch, oder? Gut, also hier könnte man eventuell. Schöner Blick vom Planeten erhasche, aber das können wir auch danach noch machen. Ich würde sagen, wir fliehen jetzt erstmal in das System, gucken uns dort um. Ach, guck mal hier. So kann man es schön erkennen. Oder das soll man noch ins Näher fliehen? Das sollte sich doch anbieten. Oh, das kommt doch bestimmt gut, oder? Guck mal, da kommen wir schon dem Ende Planet vorbei. Das war wahrscheinlich die Höllewelt. So, hier scannen wir nicht alles. Der ist nah dran. Also, das ist dem. Wow. Geil. Das ist super. Guckt euch mal das an. Das ist doch, komm, kriegen wir den Nebel gar nicht mehr allein auf Bild. Wow, cool. Coole Sache, Parker. So, was haben wir hier im System? Die ganze Aussichtsplattform ist in Alga schon erst betreten. Na komm, mir fliegt jetzt ja schon mal in das System drin. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht im System wo landen können. Oder mal ist wirklich so krass und springt alle nahegelegene Systeme an, in der Hoffnung, noch eine Erstbetretung irgendwo machen zu können. Also Erstbetretung mit Atmosphäre ohne, findet man ja immer noch was. Wobei ich jetzt gar nicht so weiß, ob das mit der Atmosphäre so besser ist. Geht der neben. Oh, es könnte aber eventuell für ein schöner Kontrast sorgen. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch an, weil ich wüsste, mich würde echt mal interessieren, wie das aussieht, so Nebel durch so Atmosphäre. Da ist sonst gar nichts. Okay. Das gar nichts hier. Nö. Wow. Lass uns mal drin gucken. Rocket Joint 2,7 Sonnenmasse. Das ist schon toll, so Nebel. So innerhalb im Nebel. Das ist immer cool. Mit Sando müssen wir jetzt doch quasi ran, oder? Mit Sanyo, oder? Natürlich. Keine andere Wahl. Nur mit in den Gravitationseffekt zu schön kiekeln lassen. Geil. Das gefällt mir immer wieder. Das gefällt mir doch immer wieder. Sowas. Na,
falsche Taste. Also schön verschwimmt und psychedelische Effekte. Erinnert so an die Plasma-Effekte aus Amiga-Demos. Nur nicht ganz so fein aufgelöst. Sehr schön. Sehr geil. Gefällt mir. Ja, so kommt das auch so schön wie ihr Auge rüber. Zumindest hier die Pupille jetzt. Cool. So, ich würde sagen, wir gucken uns dann noch einfach System aus. Ja, das da wäre halt schon cool. Da schnappen wir uns halt keine Erstbetretung, aber das müsste man sich mal angucken. Komm, egal, da fliegen wir nochmal zurück. Das will ich sehen, wie das durch die Atmosphäre aussieht. Das ist so crazy. Diese Farbspielerei. So, guten Abend, Michael. So, Hitze passt, oder? Ajo. Ah, ja, locker. Kein Problem, kein Problem. So, dann lassen wir uns halt auf einem Planeten nieder, der schon erst betreten ist, aber da will ich einfach nur mal gucken, wie das aussieht. So, sehr schön mal. Ich sehe gar nichts. Orangene Schrift auf orangenem Grund. Wunderbar. Dann. Ja. Lichtsekunden. Ja, das ist in Ordnung. Das ist dann bestimmt der Bombeblick. Bin ich mal gespannt, echt, da, wie das aussieht. So groß wie der Nebel ist, müsste man da eigentlich relativ wenig Probleme haben, so sie landet, dass du dann direkt siehst. Also müsste dann einfach Langzielwinde halbe oder so, keine Ahnung. Muss schon nicht komplett sehen. So, der Innenbereich sollte man schon ohne Probleme sehen können, denke ich. Ja, und Höhne, das ist halt der Heart- und der Soul-Nebel. Die gibt es auch beide. In echt. Und das ist dann unser nächstes Ziel. Dort gibt es auch Stationen. In jedem einen, so viel ich weiß. Ich glaube, Asteroide-Stationen. Und da können wir dann natürlich die Bio-Probe abgeben. So, ich will, sind es jetzt gar nicht mehr war, glaube ich. Doch. Vielleicht können wir mal auf dem Weg noch ein paar sammeln. Genau. Ich denke, die Explorer-Daten werde ich auch auf der Station direkt abgeben. Wenn wir schon mal dort sind. Bei der N wird es dann wahrscheinlich nur Höflichkeitsbesuch, weil die leihen nur wenige Sprünge auseinander. So, dazwischen wird eigentlich, könnte ich mal vorstellen, recht viel schon entdeckt sind. Wir gucken mal, wie man das hinbiege. Detailscan müssen wir dann machen. Ja, wenn man drauf lande, gehört sie ja eigentlich dazu, oder? Ich
Würde ich schon sagen. Der andere Planet ist nicht so groß. Bei der Atmosphäre dürfte er dann relativ gut untergehen, denke ich. Naja. So, aber zuerst kommt mir noch einfach Details gern. Ach, sechstens nur. Uff, egal. Bei der neuen Detail gescannt ist der Typ einfach so drauf gelandet. Oder wie? Doch, wollte gerade sagen. Das war der andere Planet weiter hin oder so. Gab es hier überhaupt was? Nö, hier gab es nichts. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil die Attraktion ist hier im Hintergrund. Ja, fiel mir einfach mal so an. Und eine Krater da hinten will ich jetzt nicht wirklich. Guck mal, wie sich die Atmosphäre schon so ein bisschen abzeichnet. Siehst du, dass dieser kleine dunkle Bereich durchgeht von dem Nebel? Das ist hier interessant. Würde sagen, das ist doch okay, oder? Wenn man so einfach runter komme. Ich denke schon. Wie groß bist du? Okay, nicht so. Sieht nur relativ unruhig aus da vorne, oder soll man dann lieber in dem hellen Bereich da landen? Ja, probieren wir das einfach mal. Wobei das macht jetzt, ja, macht wahrscheinlich nicht so viel aus, oder? Komm, hier gehen wir einfach runter. Dann passt das. 0,3 CVG haben wir hier. Ja, so 0,4 bei der Hand. So, man kickt in die Atmosphäre in. Immer noch nicht? Er hat doch Atmosphäre, oder bin ich jetzt dumm? Doch, er hat denn die so ganz zart die. Okay, also der Nebel übertüncht die so richtig, weil du hinten und neben am Rand sieht man es hier. Das ist richtig schön so hellblau. Ganz zart. Der Nebel, der klatscht halt richtig gut durch.
aus der dieses Klüfte. Sollte man eventuell mal gucken, dass man bei dem Klifftunnel landet. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal, das sieht auch toll aus. Hm. Ach, da oben ist der Stern. So, ich würde sagen, hier mal wenigstens ein paar Strukturen. Hier können wir. Das hier natürlich nicht. Ungeeignetes Terrain kann auch gar nicht Sinn. So, guck mal hier. Temperaturen. Ach, das sieht schon mal geil aus. Allein durch die Beleuchtung. Guckt euch das mal an. Das ist stark. 72 Kelvin, okay. Das ist schon mal. Allein die Richtung gefällt mir schon mal richtig gut. So ganz leicht die Atmosphäre sieht hier. Ui. Ich hab dich, komm hier ruf. Ach, diese Eisplanet, das ist einfach nur herrlich, ey. Nebel. Hm. Geil. Das ist doch mal. Gut, die Atmosphäre, die ist ja eh ziemlich dünn. Da macht das hier nichts, aber es sieht einfach nur geil aus, oder? Cool. So, und ich würde sagen, besser wird es bei dieser Folge Enemy. Mit dem richtig genialen Ausblick verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch eine schöne weitere Restwoche und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Gucken wir, eventuell sind wir schon in der Station. Vielleicht machen wir vorher noch irgendwo Stopp. Scanne ein paar Biosignale. Muss ich mal gucken. Und ja, es sind wahrscheinlich doch noch ein paar Lichtjahre. Wahrscheinlich sind wir noch nicht in der Station. Aber lasst euch überraschen und schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.